Ich bin heute im Paradies gelandet, und zwar an der Großglockner Hochalpenstraße in Fusch am Großglockner. Und zwar kochen wir heute mit Rosenblüten, und zwar ein Carpaccio, italienisch, aber auf die heimische Art. Grüß euch bei Natürlich gekocht. Wir sind heute an einem ganz speziellen Ort, nämlich an der Großglockner Straße in Fusch am Großglockner. Und zwar sind wir da eingeladen worden heute von der Birgit Schattbacher zur Biofarm. Und da geht es heute um ein ganz cooles, spezielles Thema, nämlich es wird heute sehr blumig. Und da werden wir uns einmal anschauen, was die Birgit heute für ihre Zutaten hat zum Verkochen für uns. Ah, die Birgit, habe ich dich gefunden. Hallo Markus, hey, grüß dich. Servus, grüß dich. Ich habe schon gesehen, hey, Rosen über Rosen. Ja, das wir ist mein Spezialgebiet, oder? Ja, genau. Also bei uns ist ja immer ein bisschen rosig dazwischen. In der Zeit, wo die blühen, die riechen ja gut, riech mal. Boah, das sind dann die Wildrosen. Intensiv. Und die tue ich ja gern verarbeiten. Und dann haben wir gedacht, das kommt ja mal diesmal mit dir da, dass ich nicht allein immer Rosen koche. Ja, wie bist du eigentlich zu den Rosen, zu dem Rosenthema gekommen? Ja, die Rosen, die begleiten mich schon lange. Es ist so, dass meine Urgroßmutter am Sterbebett habe ich zu ihr gesagt, Oma, du hast so schöne Rosen, irgendwas mit den Rosenfedern weiter. Habe ich da Rosen angepflanzt bei uns. Und dann ist einmal das Rosenkaffee entstanden. Da habe ich ja schon ganz viel verarbeitet, die Rosen. Und es ist geblieben, die Liebe zu den Rosen, und drum ist die Rose immer ein Begleiter in unserer Küche. Also insgesamt haben wir jetzt so 200 Rosenstöcke, das sind so Wildrosen, die ich dann verarbeite und hitze, koche ich immer noch Rosen, mit Rosen. Voll gern, weil das duftet, ich tue es in jedes Gericht eigentlich wieder ein bisschen drüber streuen. Salz und Zucker, das ist aber was Leckeres. Ja, es ist ein gewaltiger Duft, gell? Ja, das sind eben die Wildrosen, und die haben schon einen extrem intensiven Duft, sind halt hellere Blätter, aber sie duften extrem. Wir haben ja nicht nur die Rosen, sondern wenn du mitkommst, dann zeige ich dir was. Wir haben nämlich noch was ganz was Spezielles. Das sind unsere Zebu-Rinder. Das sind Bio-Zebu-Rinder. Das ist also eine tibetanische Rinderrasse. Bei unserem kupierten Gelände ist das super, wenn Tiere sind, die nicht so schwer sind und die einfach dann leicht sind und damit auch keinen Vertritt machen auf die Felder. Und vom Fleisch her haben sie es halt irrsinnig gutes Fleisch. Also schauen echt spannend aus, auch von der Optik her. Es ist mal ein bunter Haufen, so wie wir als Familie auch sind. So sind die Zebus auch, ganz ein bunter Haufen. Ja. Und was war da wirklich so der Grund, warum ihr das dann gemacht habt? Also wegen der Pflege oder wegen der Handhabung? Oder was war der Grund? Eigentlich, weil wir gesucht haben, wir sind ja da vor 18 Jahren hergezogen und haben das alles umgebaut und wieder erschlossen sozusagen. Und da ist ein ganz alter Stall bei uns auch dabei, und wir wollten da jetzt nicht neu bauen und haben gesagt, jetzt brauchen wir eigentlich downgegradete Kühe und haben einfach die kleine Rasse dann gewählt, und das sind die waren. Und bei uns ist ja auch schon ein bisschen so uneben, ein bisschen hügeliger. Und das mögen die Zebus total gern. Und jetzt haben wir gesagt, eigentlich passt die Rasse noch. Und für uns und vom Fleisch her ist es auch ganz anders. Also ihr habt echt ein super nettes Fleckerl da, muss ich sagen. Ja, also ist voll nett, wenn man da inmitten von den 20 Hektar ist, keine Nachbarn hat. Das Haus am Umbau, das ist von 1492. Ja, ich sehe gerade, ein Photovoltaik habt ihr auch oben, gell? Ja, genau. Was versorgt ihr mit dem? Unser eigentlich die Elektrizität, ja, den Strom fürs Gebäude, fürs Haus, für den Stall. Sind auch eben darauf bedacht, dass wir nachhaltigen Strom haben. Ja. Das war uns ganz wichtig dann beim Bau. Wir sind auch so autark, indem wir eigene Pflanzenkläranlage haben, eigene Wasserquelle. Und da passt das natürlich super dazu, gell? Also rundum versorgt im Kleinod Biofarm. Genau.
Birgit, in der Küche angekommen. Wir haben jetzt da schon einen ganzen Haufen Geschichten. So, und zwar das Wichtigste sind ja einmal logisch die Rosenblüten. Die brauchen wir halt, gell, für das Chutney. Dann haben wir ja unser Zebu-Rind-Filet. Genau. Ja, weil das ja so ja. Ganz ein spezielles, tolles Fleisch ist. Und da habe ich dann echt auch eine coole Art, wie wir uns das machen. Und ich habe aber auch noch mit dabei eine Feigen. Und zwar aus dem Grund, weil da, wo diese Zebu-Rinder eigentlich herkommen, ist das, glaube ich, eher so ein bisschen die süßlichere Küche. Geht ein wenig in die Richtung, immer süße Komponente dabei. Und da habe ich mir gedacht, natürlich waren die Feigen. Herrlich. Und auch farblich passt das halt, glaube ich, ganz gut dazu. Gut, dann sind wir eigentlich schon mittendrin. Nämlich, ich hätte gesagt, als erstes unsere Feigen, weil die brauchen natürlich die 20 Minuten im Rohr. Und ich würde jetzt die gleich mal uns vorbereiten. Und zwar tun wir uns die halbieren. Ich glaube, wir werden so 3-4 Feigen werden wir machen. Das wird uns reichen für unseren Teller. Die Feige ist die Frucht des Feigenbaumes und der gehört zu den Maulbeerbaumgewächsen. Und die Feige hat eigentlich ganz viele kleine Steinfrüchte, ummantelt vom Fruchtfleisch. Die Feige ist eine ganz tolle Frucht. Sie hat ganz viel Ballaststoffe und viele Vitalstoffe. Sie hat auch sekundäre Pflanzenstoffe enthalten, wie zum Beispiel die Carotinoide oder die Flavonoide. Und da vor allem das Quercetin. Und das ist hauptsächlich in der Schale der Feige enthalten. Deswegen sollte man die Schale auch immer mitessen. Die Feige ist toll für unsere Verdauung. Sie hat nämlich eiweißspaltende Enzyme enthalten, die wiederum bei Fleischgerichten toll zum Einsatz kommen und das Fleischgericht dann leichter verdaulich machen. Wenn man die Feige frisch verzehrt, soll sie sich auch positiv auf unsere Bronchien auswirken und auch gegen Entzündungen im Mundbereich wirken. Außerdem kann man auch die Feigenblätter verwenden und daraus einen Pflanzenbrei machen und auf Abszesse oder Hautentzündungen legen. Auch der weiße Milchsaft dieses Blattes kann zum Beispiel verwendet werden gegen Warzen. Die Feige kann man für Marmeladen, für Chutneys oder eben auch einfach für Gemüsegerichte, Pikante oder auch Süßspeisen verwenden. Wir brauchen ein Pergamentpapier. In das Pergamentpapier geben wir unsere halbierten Feigen hinein und tun die dann marinieren mit ein bisschen was von deinem Rosenzucker, gell, und tun uns ein bisschen ein Rosenwasser dazu. Und jetzt haben wir als eigentlich nur eine Komponente und ich finde das halt schön, weil das hat jetzt dieses Fruchtige, wir haben salzig, wir haben süß, wir haben Säure, gell, und ich bin der Meinung, so eine persönliche Geschichte, eine Pinienkerne und der Carpaccio ist einmal sowieso mehr oder minder Pflicht. Und was da aber jetzt auch noch super ist, es gibt halt jetzt so diese extra nussige Note dann noch. Und wenn die natürlich jetzt im Rohr ein bisschen mitgeschwart werden, dann ist das natürlich noch einmal intensiver. Gell? Die Pinienkerne sind die Samen der Frucht des Pinienbaumes. Und die wachsen vorzugsweise im Mittelmeerraum. Und da werden sie hauptsächlich von wild wachsenden Pinienbäumen geerntet per Hand und somit erübrigt sich auch die Bioqualität. Sie werden dann aus den Schalen gelöst und diese braune Samthaut wird abgezogen, sodass diese cremeweißen Samen dann überbleiben. Wichtig ist, dass man eher Pinienkerne aus Europa bevorzugt und die weniger qualitativ hochwertigen Samen der Koreakiefer eher vermeidet. Und man kann sie ganz gut unterscheiden. Die Samen der Koreakiefer sind eher dreieckig und sie haben an den Enden so dunkelbraune Tupfen. Pinienkerne haben ganz viel ungesättigte Fettsäuren und da vor allem ganz viel Omega-3-Fettsäuren. Sie sind aber auch Phosphor enthalten, Magnesium und auch Calcium. Außerdem haben sie auch noch Eisen enthalten. Das ist super für die Blutbildung und wirkt oft einmal gegen Müdigkeit. In den Pinienkernen ist auch noch ganz viel Vitamin E enthalten. Das ist wichtig für den Zellaufbau und es wirkt auch gegen freie Radikale. Zusätzlich ist aber auch noch das Selen enthalten. Das verdoppelt diese Wirkung. Pinienkerne sind nicht wegzudenken aus dem klassischen Pesto. Man kann sie aber als Topping verwenden für Nudelgerichte, Fischgerichte, über Salat oder auch über Gemüse. Pinienkerne kann man in einer beschichteten Pfanne ganz leicht anrösten. Ohne weitere Fettzugabe, so kommt dieses nussige Aroma noch mehr zur Geltung. Jetzt sind wir soweit eigentlich fertig. Jetzt werden wir das Ganze noch verschließen. Nämlich tun wir das so ein bisschen so am Sackerl zusammenbinden. Jetzt brauche ich ein wenig der Hilfe. Ich halte zusammen, du darfst binden. Okay. Nehmen wir mal da so Lavendel. Der perfekte Bindfaden. Der perfekte Bindfaden vom Garten. Farblich
passt da dazu. Ja, das ist wie wenn man es alles ausgemacht hätte. Ja. Ne? Schaut gut aus. Macht da im Ofen optisch was her. Ja, Markus, wie lange tust du das jetzt ins Rohr rein? Wie ist dann die perfekte Konsistenz für die Feigen? Ja, also das kommt natürlich ein bisschen auf die Größe von den Feigen drauf an. Gell? Also wenn du recht große hast, natürlich ein paar Minuten länger wahrscheinlich. Aber ich würde jetzt sagen, so um die 20 Minuten. Mhm. Bei 180 Grad gehen wir es rein. Dann nimmt natürlich die Feige das Aroma von der Marinade gut auf. Und die Feige gibt natürlich ihr es auch ab. Also das wird dann eine schöne, runde Geschichte. Und das müsste dann eigentlich gut funktionieren mit den 20 Minuten. Mein Part ist jetzt erfüllt, jetzt haben wir 20 Minuten Zeit. Du hast einen Schneider, gell? Ich mische mich wieder ein beim Anrichten und dann beim Essen natürlich. Gell? Ja, perfekt. Also, und das, jetzt kommt eigentlich der wichtigste Part, glaube ich. So ein bisschen das Rosenchutney. Gell? Ja, da schauen wir jetzt, dass ich die mit auf meine Rosenreise nehme. Natürlich brauche ich die Rosen nochmal dazu. Die kann man nudelig schneiden, wenn man mag, oder auch nicht. Zwiebeln sind ganz wichtig, die tue ich schneiden ganz fein. Zwiebeln da anrösten, ein bisschen, nicht zu scharf. Sondern langsam einmal anrösten. Ja. Den Part kann ich übernehmen, wenn du magst. Ja, ich passe ein bisschen rühren, drauf auf. Pass auf. Dann würde ich gerne ein paar Apfel schneiden. Das sind bitte auch von unserem Baum. Markus, wie schaut es aus? Ja, bereit. Bereit? Bereit, wenn du bist. Eins habe ich noch. Und dann werden wir es zusammenfügen, die Apfel. Sehr gut. Ein bisschen einköcheln mit dem Rosenessig und ein bisschen Rosenwasser. Ja, und jetzt kommen noch das Apfelmus selber gemacht von unserem roten Klarapfel. Da sind die schon ein bisschen süßlicher. Gell? Ja. Dann wird das ein bisschen sämig, das ist auch immer ganz fein. Mhm. Die Cranberries haben wir noch dazu und dann lasst man es einfach zusammen köcheln. Dann kann man, wenn man mag, kann man es ein bisschen passieren. Oder ich lasse eigentlich gern lieber zerfallen einfach und dann nochmal gut durchrühren. Rosenblätter kommen auch noch rein, gell? Genau, die kommen dann auch noch rein, wenn ich ein paar schneide. Manche schmecken ja ein bisschen nach Vanille, ein paar sind nach zitronig. Da habe ich ein paar verschiedene, wie wir draußen gesehen haben. Kriegt dann eine super Farbe durch die Rosen, ja, gell? Die Rose gehört zu den Rosengewächsen und die Rose ist die Königin der Blumen, aber auch Heilerin. Ihre Urform stammt vermutlich aus Asien, aber auch aus Europa. Mittlerweile ist sie aber auf der ganzen Welt zu finden. Die Wildrose, die hat nur 5 Blütenblätter und wie alle anderen Rosenarten auch die Scheinfrucht im Herbst, die Hagebutte, die ganz viel Vitamin C hat. Verwendet werden können alle gut duftenden Rosen. Außerdem soll man aufpassen, dass die Rosenblüten nicht mit Pestiziden oder Düngemitteln in Berührung kommen. Also Rosen aus dem Geschäft oder neben stark befahrenen Straßen soll man nicht verwenden. Die Rose ist unterstützend für unsere Leber und für unsere Nieren. Sie hat eine super entwässernde Wirkung. Die Rose hat außerdem nur eine tolle entzündungshemmende und heilende Wirkung. Das hat sie vor allem dem ätherischen Öl Geraniol zu verdanken, aber auch den Gerbstoffen und den Saponinen. Sie kann aber auch Abhilfe verschaffen bei leichten Herzbeschwerden, Frauenleiden oder Kopfschmerzen, durch das sie auch eine entkrampfende Wirkung hat. Die Rosenblüten kann man getrocknet oder frisch verwenden. Für Tee, für Sirupe, für Marmeladen oder auch Gerichte, die man abrundet, bekannt sowohl auch süß. Außerdem kann man nur Salze oder auch Zucker, Rosenblütenzucker daraus zubereiten. Sehr viele nehmen in der Küche sehr gern das Rosenwasser oder das Rosenhydrolat her. Wir haben unser Rosenchutney, wir haben unsere Feigen, die sind jetzt dann auch gleich fertig. Ich schätze mal so 4-5 Minuten. Und dann können wir uns eigentlich in der Zwischenzeit befassen mit unserem genialen Cebu-Filet. Da bin ich jetzt schon gespannt. Ja, ich bin auch gespannt. Das weil, und das ist jetzt das Wichtigste, man kennt ja ein Carpaccio normalerweise so klassisch Rolle machen, einfrieren, mit der Maschine aufschneiden, auflegen. Ja, das ist jetzt so ein bisschen das, was man bei uns eigentlich so kennt. Mhm. Was ich jetzt aber machen würde, nachdem das ja wirklich ein sehr feinfaseriges Fleisch ist, also ganz zart, würde ich das auf jeden Fall aufschneiden und nicht frieren, sondern wirklich ganz naturroh. Das braucht man nur ganz fein aufschneiden und am Teller
verdrücken sozusagen zum Carpaccio. Und dann können wir das eigentlich schon so anrichten. Und dann mit unseren Feigen, mit unserem Chutney und natürlich mit ganz viel cooler Rosendeko dann eigentlich vollenden. Ja, ist perfekt, würde ich sagen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe von Rosen eigentlich einen anderen Zugang. Gell? Ist stachelig. Ist eigentlich nicht so unsere Gegend. Gell? Aber ich muss da ganz ehrlich sagen, heute habe ich mir eines Besseren belehren lassen. Und jetzt bin ich gespannt, wie das schmeckt. Wir probieren jetzt einmal, oder? Ich kann nur sagen, das ist echt Wahnsinn. Nein, es ist wirklich. Rosen sind einfach gewaltig. Also ich habe es völlig unterschätzt. Ja, Rosen sind ja aphrodisierend. Mhm. Ja, also das ist wirklich. Das Gericht ist wirklich einmal ganz was Spezielles. Und man glaubt es kaum, es ist ein heimisches Gericht. Genau. Und das ist natürlich ganz toll. Also das war wirklich genial. Ja. Also ich kann nur sagen, ich habe schon lange kein so ein geiles Carpaccio mehr gegessen. Und wenn euch die Sendung so gut gefallen hat, wie uns das Carpaccio geschmeckt hat, dann kann ich nur sagen, Kanal abonnieren und da klicken. Und ich glaube, wir müssen uns jetzt, also ich schneide jetzt noch uns auf, gell? Weil ich glaube, wir brauchen einen zweiten Teller. Weil das war wirklich so genial.